Das C-Mehrzweckstrahlrohr wird von zwei Feuerwehrmitgliedern bedient. Mit Mundstück hat es eine Durchflussmenge von 100 Liter pro Minute und ohne Mundstück eine Durchflussmenge von 200 Liter pro Minute. Bei der Feuerwehr sollen wir Wasserschäden vermeiden. Zusätzlich ist unser Hydrantennetz auch oft nicht besonders ausgiebig. Wir sollten daher versuchen, mit so wenig Wasserdurchfluss wie möglich zu arbeiten. Durch das Verstellen des Hebels kann man das Strahlrohr zudrehen oder zwischen Vollstrahl und Sprühstrahl wählen. Manche Strahlrohre haben auch eine aufgebaute Mannschutzbrause. Durch Drehen des Ringes kann man diese einstellen. Bei der Mannschutzbrause handelt es sich um eine Wasserwand, die uns vor großer Strahlungshitze schützt. Nicht zu unterschätzen ist auch die Kraft, die von einem unkontrollierten C-Strahlrohr ausgehen kann. Fang das Strahlrohr zu spielen, würde sicher im Krankenhaus enden.